Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Mocha. Schön, dass ihr wieder da seid bei unserer FIFA 18 Saison mit dem SC Paderborn. Ja, für euch war das letzte Video gestern, glaube ich. Für mich ist es ein paar Tage her, deswegen muss ich mich mal kurz umgucken. Wir spielen gegen den VfR Aalen. Oh, ein Spitzenspiel, sehr schön. Wegekamp ist in der Torschützenliste auch fast gleich auf mit unserem Hein. Michel, sorry. Unsere Mannschaftsausstellung, ja, die behalten wir genauso bei. Jetzt weiß ich wieder, alles klar. Dann starten wir mal direkt das Spiel. Mit Familie und Arbeit ist es halt so, dass man definitiv nicht jeden Tag zum Aufnehmen kommt. Deswegen wird es immer wieder passieren, dass auch mal ein Tag ohne Video kommt. Weil das schafft man einfach organisatorisch nicht. Wir gucken uns jetzt direkt nochmal die Aufstellung von Ahlen an. Morris kenne ich, Wegkamp ist halt bekannt. Dann hört es aber schon so langsam auf. Ja, dann startet das Spiel. Preisinger auf Geier. Ah, verdammt. Hat man hier gut um den Ball gekämpft. Und Ahlen mit der ersten Torchance. Ahlen spielt mit dem Pressing. Gehen früh drauf. Und sehr schön gehalten von Karacic. Das Problem ist ja immer noch, dass wir vier Keeper haben. Ah, hätte er vielleicht noch gehen sollen? So, der Aufnahmetag ist der Tag, an dem die dritte Liga startet. Ich kann leider nicht. Ich muss arbeiten. Und deswegen kann ich leider nicht zur Saisoneröffnung der dritten Liga bzw. zu meinem Verein Eintracht Braunschweig. Tragisch ist aber so. Arbeit geht nun mal vor. Ahlen dringt mich hinten ganz schön rein. So, jetzt über Böder. Mané. Clement geht. Über rechts. Och, und das war. Was war ein Foul? Ist Mané noch reingerutscht? Das habe ich nicht gesehen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was die Saison für Eintracht Braunschweig bringt. Wir haben ja eine komplett erneuerte Mannschaft. Glück gehabt. Och Gott, was mache ich denn da?
Aber sicher gehalten. So, jetzt geht Clement wieder über die rechte Seite. Das war abseits, schade. Aber wieder eine gute Chance für uns. So, jetzt wieder Aalen im Vorwärtsgang. Mit Bär. Vassiliadis und jetzt kommt Mois. Morris. Und Mané scheitert wieder an Bernhard. Aber Clement hat wieder den Ball. Das war ein Schuss, aber kein guter. Hajesh mit dem Fehlpass. Aber da fängt Collins den Ball ab. Ach, wo geht der Pass hin? Der hätte auf Böder kommen müssen. Aber Böder erobert den Ball. Und Clement wieder über rechts. Und das war schlecht gemacht von Mané. Ritter scheitert da. Ah. Und Krause auch. Vassiliadis. Wegekam. Und sicher hinten raus kombiniert. Und Clement geht jetzt wieder über rechts. Und Böder versucht aus der Distanz. Das war nichts. So, Halbzeit. Mané mit einem Schuss aufs Tor. Machen wir direkt weiter mit der zweiten Halbzeit. Aber ich bin einmal kurz weg. Bis gleich. Geht jetzt weiter mit der zweiten Halbzeit dieses Spiels. Oh, Michel wurde nach vorne geschickt. Mit einem Schuss aber, das gibt, wird zur Ecke geklärt.
Ah, und da kommt aus dem Hintergrund, das weiß ich jetzt nicht, wer es war, das konnte ich so schnell nicht sehen. Marcel Bär. Gerrit Bekamp. Dritter. Und er gewinnt den Zweikampf. Und weiterspielen, er war vorne entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Und direkt zurückgespielt. Wenn das kein One-Touch-Football ist. Ah, und da ist aber der Ball schon wieder weg. Das war jetzt nicht ganz korrekt. Da muss ich mich entschuldigen. Gutes Auge in dieser Situation. Entscheidet auf Vorteil. Sebastian Vassilialis. Matthias. Ajesh ganz frei über links. Aber keiner kommt an den Ball. VfR Aalen muss da Schwerstarbeit mit dem Lauf, schwerste Laufleistung bringen, mein Gott. Da habe ich nicht schnell genug zu meinem Spieler gewechselt. Und Solonski kommt für Clement über rechts. Versucht der Trainer Moka jetzt mit Solonski neue Impulse zu setzen. Wobei Clement definitiv keine schlechte Leistung gebracht hat. Da war Michel zu uneigennützig. Als Stürmer muss man da auch mal es einfach aus verrückten Positionen sozusagen probieren. Mois geht raus. Für Brudano. Und Solonski mit dem Tor. Sehr schön rausgespielt. Über Ritter, der über links kam. Wo Ajesh raus muss. Für ihn kommt Wasse. Und Philipp Tietz kommt auch rein. Für Ritter, der hervorragende Vorarbeit geleistet hat. 1:0 für die Heimmannschaft, für den SC Paderborn. Das wäre so verdammt wichtig, sich da vorne zu etablieren, festzusetzen. Da sieht man es nochmal, Ritter, und dann hat er das Auge, legt den Ball rüber und Solonski schiebt flach in die Ecke rein. Hervorragend. Basse, sehr schön. Zurück auf Collins. Böder. Vielversprechender Angriff, aber da kommt doch
Und was, er ist frei durch. Soloski fast mit dem zweiten, da sollte der gar nicht hin. Ah, und Mané versucht es nochmal von hinten. Lass dich fallen, Tietz, dann gibt's den Elfmeter. Aus. Es gibt Ball für uns. Und 2:0, Philipp Tietz, das Spiel ist entschieden. Würde ich jetzt mal sagen, der Torjubel aus der NBA von James Harden. Und jetzt, mir fällt gerade ein, das Thema, was ich mit euch besprechen wollte, das habe ich noch gar nicht angefangen zu besprechen. Ich glaube, das lohnt jetzt nicht mehr. Ich hoffe, ich schaffe es heute noch ein Video aufzunehmen. Wobei, ich fange trotzdem an, weil damit noch genug Zeit ist. Von der Saisoneröffnung habe ich ja gesprochen, wo ich nicht kann, aber morgen ist in Bordfeld bei Braunschweig, bei Peine, also zwischen Braunschweig und Peine. Die veranstalten am Samstag, dem 28. ein Summer Festival. Und wenn ihr hier aus der Region kommt, würde ich euch vorschlagen, jetzt erstmal mal nehmen mit dem 3:0. Jetzt ist es 100% safe. Ich wollte euch vorschlagen, kommt mal dahin. Ja, ich bin Helfer bei der Gedankenfabrik. Das ist ein Verein zur Förderung deutschen Kulturguts, insbesondere deutscher Liedermacher. Und es ist viel geboten. Es geht um 12 Uhr los, 11.30 Uhr ist Einlass, 12 Uhr, Sportplatz Bordfeld. Viele verschiedene Künstler, sehr gute Künstler. Sven Pane, John wieder, Gimmick, Falk, wenn mich nicht alles täuscht. Es gibt vielfältiges Ess- und Trinkangebot, sowohl fleischhaltige als auch vegetarische Speisen. Es gibt bis 18:30, 19 Uhr irgendwie sowas. Kinderbetreuung, Kinderbespaßung. Hervorragend gehalten. Aber sowas muss er da nicht mehr machen. Es lohnt sich auf jeden Fall, der Eintritt. Den weiß ich aus dem Kopf gar nicht. Es ist aber nicht so teuer. Und es lohnt sich alle Male. Ab frühen Abend könnt ihr mich dort auch treffen. Ich muss vorher auf den Geburtstag meiner Schwiegermutter. Und vormittags muss ich leider arbeiten. Ja, ich arbeite in einem Job, wo man auch Samstag, Sonntag arbeitet. Aber ab frühen Abend bin ich als Helfer dort. Ich glaube, an der Essenstheke bin ich eingeteilt. An der Essensausgabe. Und da kann man ja auch mal eine Runde schnacken. Wir simulieren jetzt noch bis zum nächsten Spiel. Es dürfte ja eigentlich nichts mehr anliegen. Wir sind jetzt momentan Zweiter. Das ist ja auch die Position, die wir mindestens am Ende der Saison anstreben. Rostock ist ein Punkt hinter uns. Wir gucken mal, wo Carl Zeiss Jena sitzt. Oh, die sind ganz weit hinten. Das ist ein Spiel, was wir gewinnen müssen.
Ja, da bleibt mir nichts mehr zu sagen als danke, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Lasst mir gerne eine Bewertung da, positiv oder negativ. Wenn sie negativ ist, bitte in die Kommentare, was ich besser machen kann. Ja. Bleibt mir nur noch zu sagen, ciao, ciao, euer Mucka.